Und damit ein herzliches Willkommen. Hier ist euer Hedi. Und ja, es gibt ein neues Projekt, wie versprochen. Der nächste Shooter ist Starship Troopers, von euch gewünscht. Wir machen natürlich ein neues Ding, Starbumster. Ich nenne es jetzt einfach mal Hedi LP. Erstell das natürlich. Das Spiel ist nicht blind. Das ist Starship Troopers. Worum geht's? Es geht darum, dass die Menschheit von den Bugs bedroht wird. Bugs sind insektenartige Alien, keine Ahnung was etwas. Ich mache natürlich auf normal. Der Krieg gegen die Bugs geht weiter. Wir haben die Zerstörung von Buenos Aires vor 5 Jahren nicht vergessen. Nun fallen die Arachniden über Hesperus, einen Planeten unweit der Erde, her. Tun auch sie ihre Pflicht, bevor es zu spät ist. Gequält vom Schreckgespenst der Niederlage, greifen unzählige junge Männer zu den Waffen, um den Kampf der Föderation zu unterstützen. Jetzt, in der Stunde der größten Gefahr, brauchen wir Helden. Nachdem ich mich freiwillig bereit erklärt und nachdem ich ordnungsgemäß verraten und über alle Konsequenzen dieses Eides aufgeklärt worden bin, verpflichte ich mich im Föderationsdienst für mindestens 2 Jahre. Und wenn es erforderlich ist, auch darüber hinaus, sollte die Föderation dies von mir verlangen. Das ist ja toll, ich gratuliere dir. Oh, danke. Frisch Fleisch zum Weichklopfen, ne? Na, wo soll's denn hingehen? Ich werde bald Pilot sein. Herzlichen Glückwunsch. Piloten können wir immer gut gebrauchen. Infanterie, Sir. Na, das gefällt mir. Die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Alle Rekruten haben sich innerhalb von 24 Stunden... Ja, ihr merkt schon. Es gibt einen Film, der heißt Starship Troopers. Ihr könnt ihn euch gerne angucken. Er ist ab 16, liebe Leute. Das Spiel genauso wie das Spiel. Ja, in diesem Spiel kommen einige Filmsequenzen vor, ja. Und, die werdet ihr dann auch sehen und, ihr könnt euch den Film mir angucken. Ich habe ihn mir angeguckt, ich finde den eigentlich, ja, ganz lustig. Ist halt doch etwas älterer Film, also so, sieht irgendwie was Special Effect mäßig, keine Ahnung, am egal. Am ersten Tag bei den Marodern kommen sie zu spät zum Training. Sie haben mich gestern Nacht alles andere als beeindruckt. Gehen Sie jetzt runter zur Waffenausgabe, bevor ich merke, dass Sie nicht dort sind. Ihnen wurde eine neue Pilotin zugeteilt. Die Kleine soll verrückter sein als eine Kiste Chariot Bugs. Genau wie Sie. Noch einmal im Guten, Moroder. Ich werde dafür sorgen, dass Sie sich lange an diesen Tag erinnern. Alles klar. Ziele, Waffenkunden, treffen mit der Pilotin weiter zum Startgebiet. Mission starten. Wir schalten jetzt live zur Invasionsflotte im Orbit des Hesperus, wo der Countdown bereits begonnen hat. Wie unser Reporter berichtet, sind die Vorbereitungen der Invasion an Bord des Kommandoschiffs in vollem Gange. Der einst so friedliche Planet Hesperus wurde von den Arachniden überfallen. Angesichts dieser Provokation hat der Föderationsrat einen sofortigen Gegenschlag angeordnet. Ich sehe hier eine Gruppe junger Soldaten, die wohl gern ein paar Bugs zum Frühstück hätten. Yum, yum, yum. Was denken Sie denn vom Kampf gegen die Arachnoiden? Hey, wir schießen da einfach mit ein paar Granaten. Ja, das wird die Bugs fertig machen. Ich hoffe nur, dass nicht alles vorbei ist, bis wir da sind. Hör auf, Kinder. Manche sagen, dass der Mensch durch sein Eindringen in ihren natürlichen Lebensraum die Bugs provoziert hat. Und dass eine friedliche und aussöhnende Politik besser wäre, als sich plötzlich in einen Krieg zu stürzen. Ich werde euch dazu mal was sagen. Ich bin aus Buenos Aires und wir werden sie alle platt machen. Wir wünschen unseren Truppen alles Gute. Mögen sie der Föderation tapfer und ehrenhaft dienen. Achtung, das ist für die Neuen von euch bestimmt. Bei mir gibt es nur eine Regel. Jeder hat zu kämpfen, niemand drückt sich. Wir nähern uns dem Minenplaneten Hesperus. Die Arachniden haben ihn überfallen. Unsere Trooper können sie nicht stoppen. Wir werden von einem Moroder-Bataillon unterstützt. Ja, die gibt es wirklich. Okay, bereit machen für die Landung. Vorwärts, ihr Hunde! Oder wollt ihr ewig leben? So, ja. Alles klar. Ist da jemand? Hallo? Schon wieder verschlafen, was? Anziehen und runter zum Schießstand, sagt der Commander. Ich glaube, ich mach mal eben den Sound von den Stimmen etwas lauter. Oh, ah, ah!
Okay. Ich schlafe. Ach, wir haben sogar eine Frau im Bett. Auch interessant. Okay. Hoppala, ich muss ein bisschen an die Steuerung noch gewöhnen. Hab ich längere Zeit nicht mehr gespielt. Sir. Ja, ganz meine Meinung. Hey, Sie haben doch nichts an. Schnappen Sie sich Ihren Anzug und dann ab nach unten. Auf zu rocken. Was soll das? Unser Anzug. Marauder, Commander Harris hier. Ich überwache ab jetzt jeden Ihrer Schritte. Ihr Anzug ist über eine Audio- und eine Videoleitung mit mir verbunden. Ich kann Sie also mit Informationen versorgen, sobald Sie das Schiff verlassen haben. Aber passen Sie auf. Der Anzug verstärkt Ihre Bewegungen. Laufen Sie also nirgends gegen. Alles klar. Okay, los geht's. Achtung, Achtung. Alle C3-Einheiten sofort Sie bereiten in den sich Haupthangar. Auf den ersten Angriff auf Hesperus Soldat vor. Zim. Arme Schweine. Bitte melden Sie sich im Offizierscasino auf Ebene 17D. Alles klar. General Tehat Miru. Melden Sie sich in Isolationstrakt C. Ja. Auf jeden Fall sind wir ein Marauder, der Typ, den wir gesehen haben. Das ist die Hauptfigur aus dem Spiel. Ich glaube, der sind wir auch, soweit ich eigentlich weiß. Oben links ist unsere Schildanzeige und unsere Lebensanzeige. Deck 4, Rezeption. Egal, ich mache es jetzt einfach hier ein bisschen schneller. Wir gehen einfach mal los. Das ist eine gute Gelegenheit, das Navigationssystem Ihres Anzugs zu testen. Die Energiezelle wird durch die Zielmarkierung Ihres HUDs angezeigt. Ihr Navigationssystem zeigt ständig interessante Punkte an. Ja. Wir sind hier nicht im Trainingslager. Bewegung! Da Sie die Energiezelle jetzt haben, wurde Ihr Display aktualisiert. Gehen Sie zur Markierung und drücken Sie die entsprechende Taste Ihres Anzugs, um die Energiezelle einzustecken. Die Tür ist so gut wie offen. Voilà. Jetzt müssen Sie nur noch... Alles wunderbar. Hier hat ein Kurzschluss alles zerstört. Sie müssen unten durchkriechen. Gehen Sie jetzt zum Schießstand. Danke. Endlich, okay. Frischen wir Ihre Waffenkenntnisse mal ein bisschen auf. Gehen Sie zu Stand 6 und schnappen Sie sich das Marauder-Gewehr. Alles klar. Normale Soldaten können von dieser Waffe nur träumen. Los. Zeigen Sie uns, was Sie können. Gut, die Morita Mark IV ist zwar nicht sonderlich effektiv, hat aber unbegrenzt Munition. Zerstören Sie alle Ziele. Das Gewehr überhitzt ziemlich schnell. Geben Sie kurze, kontrollierte Salven ab. Okay, ungepanzerte Bugs haben gegen Ihr Marauder-Gewehr keine Chance. Gegen gepanzerte Bugs ist es weniger effektiv. Gehen Sie jetzt zu Stand 2. Mach ich doch glatt. Schießen Sie mit dem Marauder-Gewehr auf das gepanzerte Ziel. Nicht sehr effektiv, was? Nehmen Sie jetzt das Mark II aus der Schublade. Im Gegensatz zum Marauder-Gewehr verwendet das Mark II normale Munition. Seine Feuerkraft ist deutlich höher. Zerstören Sie jetzt die gepanzerten Ziele. Sicher, machen wir doch glatt. Gut. Gehen Sie jetzt zu Stand 5. Jeder verdammte Bug hat eine Schwachstelle. Man muss sie nur finden. Am schnellsten töten Sie einen Bug, wenn Sie sein Nervenzentrum treffen. Egal mit welcher. Los, versuchen Sie's. Also immer schon aufs Mitte zielen. Gut, gehen Sie jetzt.